Ja. Fußballclub. Clubs aus Argentinien oder aus Lateinamerika, kennst du? River Plate, Boca Juniors. Vamos, Papa. Woher kam Riquelme nochmal, von welchem Verein? Und die Drehorte, die innere Seite, Höhle und so weiter, ist alles in Babelsberg gedreht, oder? Ja. Im Studium. Como sabemos que Alan es Jonas? Wie wissen wir, dass Alan Jonas ist? Also, es gibt so eine kleine Geschichte. Also, in der ersten Staffel, in Folge 3, Minute. Guten Tag. Amiguitos. Muy bien. Muy bien, Amiguitos, Amiguitos. Paul. Paul Lux. Es ist ein Luxus für mich, dass du bei mir bist. Ja, sehr. Herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Bro. Gut. Ja, Grüße gehen aus an Signora Polanco. Ich war schlecht, aber... aber hast du ein bisschen Spanisch gelernt, ja? Ja, ein bisschen in der Schule. Cool. Die ersten Fragen sind von den Followern. Mhm, ja. Sehr, sehr. Welche wäre die schwierigste Szene für dich bei Dark? Ich glaube, ehrlich gesagt, das war die Szene, wo Bartosz und Martha sich trennen. Okay. Unten an der Brücke in Staffel 2. Ja. Es gab auch in der dritten Crazy Shizzles, aber das war so wirklich hart, weil auch beide so verzweifelt sind und dann ist es so, man muss getrennte Wege gehen. So. Und die niceste Szene war Staffel 1. So, wir laufen und sagt so, ja hier, wir müssen zu Eriks Höhle und so. Den haben wir so oft geübt und dieser war Baba, also es war echt nice. Da waren auch alle noch so happy, ne? Da war nur Jonas natürlich mäßig. Hast du mal gedacht, dass Dark so viel Erfolg haben könnte? Nein. Weltweit, weil ich sehe dein Instagram, Begrüßung oder Frauen, die wollen alles von dir wissen oder du bist so hübsch, alles auf Spanisch. Wirklich? Ja, ich. Ja, der Support ist halt gestört, ne? Also aus den Ländern. Wir haben uns auch schon gefragt, warum. Also falls es irgendjemand weiß, wo ist die Kamera? Falls irgendjemand weiß, warum ihr alle so feiert. Wir wissen natürlich, dass es eine Qualität hat, so. Aber especially der Support von da ist zu hart. Ja, die Geschichte ist einfach. Ja? Liegt es an der ja. Es ist halt auch in dem Sinne sehr angenehm, weil fast absolute kreative Freiheit hatte, ne? Also Showrunner Jantje und Bo, aber man halt 100% Verantwortung gibt und 100% Freiheit und das führt dazu, dass man einfach Dinge tut, die lustigerweise nicht irgendwie marktgebunden sind oder so, aber dadurch halt einen Fick auf alles geben können und auf der anderen Seite aber eine Qualität erzielen, die vom Herzen kommt und dadurch einzigartig wird, so. Irgendwie schön, das so beobachten, ja, könnten zu dürfen, mäßige Ways, ne? Ja, ich freue mich sehr auch, weil ich fand lustig, weil genau am 27. Juni werden 15 Jahre, als ich hierher gekommen bin. Ach, wirklich? Ja, mein Leben auch wurde verändert und alles ist verbunden. Ich schwöre, ja, schicksalmäßig, ja. Ne? Glaubst du an eine parallele Welt? Ja, safe. Ja? Dafür ist der Kosmos viel zu riesig. Como sabemos que Adán es Jonas? Also es gibt so eine kleine Geschichte. Also in der ersten Staffel, in Folge 3, Minute 12:40, da ist so ein Kaffeebecher. Auf dem Kaffeebecher steht ganz groß drauf, wer Adán ist. Echt, ja? Ich schwöre, Digga. Wallah. Wallah. Wenn du die Zeitmaschine hättest, was würdest du machen? Wo würdest du gehen und was würdest du tun? Ich würde ehrlich gesagt ins West-Berlin der 60er, 70er, 80er gehen. So. Okay. Das war die Zeit, wo die DDR Deutschland geteilt war. Genau. Und der kleine Part West-Berlin sozusagen eine Insel im großen Ost-Berlin war. Und dadurch, dass die Berlin als prestigeträchtige Stadt und als Symbol dieses Konfliktes auch, war es so, dass Berlin quasi komplett frei war, West-Berlin. Ne? Also nach dem Krieg, es wurde wenig aufgebaut, alle sind raus aus der Stadt und was übrig blieb, waren halt junge Leute, irgendwie Leute, die gechillt haben, nichts gemacht haben,
Künstler waren, Musiker, alles so, es war scheißegal. So, man hat einfach, es war im Endeffekt kreative Anarchie. Steht entgegen natürlich Fortschritt dann, aber diese Freiheit, dass jeder einfach, es war scheißegal, das war nicht, du bist ein Artist, wenn du Geld verdienst, sondern es war scheißegal, Digga. Fuck money, so, es war, man hat einfach so gelebt. Ja, mehr Freude und weniger Stress gelebt. Gar kein Stress, ja. Du konntest einfach ins nächste besetzte Haus gehen, so, es hat sich natürlich dann immer weiter so, wie soll man sagen, modernisiert im weitesten Sinne, aber... Ja, also das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit so. Und ansonsten, wo keine Dinosaurier sind und keine und dann auf einer Insel, einfach chillen so. Einfach genießen. Ja. Einfach chillen und Kokosnüsse essen den ganzen Tag und Oliven. Ich werde dann Olivenzüchter. Ja? Ich wäre Olivenzüchter. Ich würde die krassesten Oliven machen, Digga. Würde mich nur von Oliven und Kokosnüssen ernähren. Jugamos? Spielen wir. Tschüss. Ich war so fertig da. An dem Tag. Ja. Ey, wir waren auf einer Party und. Am nächsten Drehtag haben wir da gedreht, ja. Scheiße. Ja. War aber übelst witzig, Digga. Ich, ja, lieber nicht Details von diesem Abend nennen. Das ist dein erstes Mal, dass du hörst dich selber auf Spanisch, ne? Digga, das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Aber ich fand's gut, also der Rhythmus hat gestimmt. Der Rhythmus war gut. Also ich fand's ganz schlecht. Lustig auf jeden Fall. Clubs aus Argentinien oder aus Lateinamerika, kennst du? River Plate, Boca Juniors. Vamos, Papa. River Plate. Woher kam Riquelme nochmal, von welchem Verein? Boca. Boca, ne? Ja. Und Crespo von River Plate. River Plate, genau. Ja. Batistuta, also kennst du schon viele? Ich kenn viele, ja. Argentinien hatte immer einen super krassen Sturm, aber halt die Verteidigung und der Torwart, das war immer so ein bisschen schwierig. Ayala. Ja. Hat gegrillt, Digga. Ja. Ayala. Weißt du, wie schwer war für mich? Kam hier, 4 Tage, 2006, 4 Tage von Ayala, dem Spiel. Ja, er verschießt, Ayala hat verschossen. Ja. Und leider. Argentinien 2014 auch noch, ne? 2006, 2010 und dann Finale. 2014. Ich habe gesehen, wie die Deutschen haben gefeiert und ich war komplett traurig. Ja. Hast du Spaß gemacht? Ja. War angenehm, ein Interview? Fall, auf jeden Fall, sehr angenehm. Sehr schön, freue ich mich sehr. Ja, Mann. Peace an der Stelle. Wie würdest du beschreiben jetzt die dritte Staffel in 2 oder 3 Worte? Different. Ja, different. Aber sehr gut. Ja, super. Alles klar, peace, bro. Dankeschön. Ich habe eine Freundin von mir. Es geht so um die unterschiedlichen Formen von Energiegewinnung. Also lustigerweise steht hier, wir schauen auf das, was war, was ist und was noch kommen kann. Also ein bisschen wie Dark. Nein, im weitesten Sinne. Genau, da gibt es noch so 1-2 Experimente, die darin beschrieben werden und Energieversorgung, also die historische Entwicklung, ne? So der Energieversorgung. Und das ist halt so gechillt, ganz entspannt geschrieben, so zum Vorlesen, für Kinder einfach geschrieben. Und es geht um Energie am Ende des Tages, nicht um Material. Ja, Mann, ist nice. Ich schenke das quasi dir oder dann deinen Leuten. Bueno, gente, ya escucharon a Paul. Acá tenemos el regalo. Es un regalo para ustedes. Obviamente que el sorteo es internacional. Para cualquier parte del mundo lo voy a enviar. Obviamente tiene una pequeña condición, así puede ser lo más democrático posible. Lo primero que tienen que hacer es seguir a la amiga de Paul en Instagram, que es la autora de esta magnífica historieta que va a ser para uno de ustedes. La cuenta de ella aparece ahora justamente en pantalla. El requisito número 2 es seguirme a mí en Instagram,
comentar en la foto miniatura que aparece ahora, que está en Instagram, hashtag MarianoBerlinDark.1, hacer exactamente lo mismo en YouTube, un solo comentario por persona, porque vamos a hacerlo con una aplicación. La aplicación detecta cuando hay más de un comentario. Por ende, la persona que comente más de una vez quedará completamente descalificada. Y lo otro que hay que hacer es compartir este video al menos una vez. El sorteo será el 19 de julio, 22 horas Alemania, así que estén atentos. Voy a subir muchas historias con respecto a eso, los días previos a eso. Y aparte de eso, bueno, se vienen muchos videos más con relación a Dark. Estuve en la casa de Jonas Kandvall, hemos grabado ahí, hemos hecho entrevistas. También habrá otro sorteo. Habrá muchas sorpresas en el canal. El que no me conoce, mi nombre es Mariano Berlin, un argentino, más que un argentino, un latino chico viviendo en Berlín, Alemania. Así que cuando no ando dando vueltas por estos lugares germánicos, ando dando vueltas por ahí, por donde me permita viajar. Un beso grande, un abrazo de gol y nos vemos, como siempre, en el próximo video.